Vor kurzem haben Wissenschaftler den ersten Zeitkristall erschaffen. Es klingt wie etwas direkt aus einer Science-Fiction-Geschichte, nicht wahr? Als wäre es eine mysteriöse Komponente für eine Zeitmaschine. Aber das ist nicht ganz zutreffend. In Wirklichkeit sind Zeitkristalle eher wie eine Art Perpetuum mobile. Aber was genau sind sie und wie funktionieren sie? Finden wir es heraus. Zunächst sprechen wir allgemein über Kristalle. Nimm einen gewöhnlichen Kristall und betrachte ihn unter einem Mikroskop. Du wirst sehen, dass er, wie alles um uns herum, aus Molekülen und Atomen besteht. Das Besondere an ihnen ist, dass ihre Atome in einem wiederholenden Muster angeordnet sind. Zum Beispiel nehmen wir ein Salzkristall. Wenn wir es unter einem Mikroskop betrachten, sehen wir ein wiederholendes Muster darin. Und dieses Muster ist überall gleich, egal wie klein oder groß das Stück Salz ist oder welche Form es hat. Im gesamten Kristall bleibt dieses Muster unverändert. Und es wird immer so bleiben, egal wie viel Zeit vergangen ist. Das Salzkristall wird auch morgen, nächste Woche oder sogar nächstes Jahr das gleiche wiederholende Muster von Atomen haben. Nun kommen wir zu den Zeitkristallen. Sie sind wie normale Kristalle, nur mit einem Twist. Wahrscheinlich wissen Sie, dass alle Atome um uns herum ständig in Bewegung sind. Selbst bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen, wenn alles gefriert und nichts sie stoppen kann. Außerdem ist ihre Bewegung zufällig, chaotisch und unvorhersehbar. Sie zappeln einfach so im Raum herum. Bei Zeitkristallen ist jedoch alles anders. Nicht nur ihre Atome sind in einem sich wiederholenden Muster angeordnet. Genau wie bei normalen Kristallen. Sie bewegen sich auch in einer geschlossenen, endlos wiederholenden Bewegung. Das ist nun seltsam. Die Atome in Zeitkristallen sind wie eine endlose, sich ständig wiederholende Tanzparty. Alle Gäste wiederholen die gleichen Bewegungen immer und immer wieder in der gleichen Reihenfolge. Dieser Tanz oder wiederholende Muster kann völlig unterschiedlich sein. Die Bewegungen können grundlegend und einfach sein oder sehr komplex und chaotisch. Aber sie müssen sich wiederholen, daher der Name. Reguläre Kristalle wiederholen sich endlos im Raum und Zeitkristalle wiederholen sich sowohl im Raum als auch in der Zeit. Nun, nur um es klarzustellen, diese Kristalle sind nicht die Art, an die wir gewöhnt sind. Sie sehen nicht aus wie Diamanten, Smaragde oder ähnliches. Um ehrlich zu sein, sie sehen überhaupt nicht viel aus. Der wunderschöne Name Zeitkristall beschreibt eine neue, sehr seltsame Art von Materie, die über einen Zeitraum hinweg in Quantenzuständen wechselt. Im Grunde sind es nur die Tanzbewegungen der Atome. Also leider kann man sie nicht einfach auf ein Regal stellen und dort wackeln lassen. Es ist kein schönes Stück Quarz, es ist eher eine Kuriosität in der Physik. Aber das bedeutet nicht, dass diese Kristalle nicht cool sind. Tatsächlich gibt es etwas sehr Ungewöhnliches und Interessantes an ihnen. Sie sehen, die Bewegungen, über die wir gesprochen haben, bestehen sogar bei absoluter Nulltemperatur fort. Das bedeutet, selbst wenn in normalen Materialien und Objekten Atome einfrieren, Energie verlieren und aufhören, sich zu bewegen, setzen sie in Zeitkristallen ihren endlosen Tanz fort, als ob nichts passiert wäre. Oh, und das ist erst der Anfang. Wissenschaftler sind auch verblüfft, weil die Existenz von Zeitkristallen das zweite Gesetz der Thermodynamik verletzt. Dieses Gesetz besagt, dass im Laufe der Zeit jedes System zufällig und ungeordnet wird. Ein warmes Objekt verteilt seine Wärme und wird kalt. Eine Vase, die auf dem Rand eines Tisches balanciert, wird eines Tages fallen. Und so weiter. Aber Zeitkristalle sind so etwas wie: Eh, uns ist dein Thermo etwas egal. Nicht nur, dass sie ständig in demselben Muster sich bewegen, egal was mit ihnen passiert. Sie brauchen auch keine Energie dafür. Selbst wenn sie keine Energie von irgendwoher bekommen, hören sie nicht auf zu tanzen und werden nicht weniger strukturiert oder organisiert. Ja, wir haben ein schönes, unverständliches Wunder der Natur erschaffen, das die Gesetze der Physik verletzt. Ist das nicht beeindruckend? Aber wie ist das überhaupt möglich? Und warum? Bedeutet das, dass nichts diese Atome stoppen kann? Und am wichtigsten, könnte es ein Hinweis auf die Geheimnisse der Perpetuum mobile Maschine sein? Nun, es ist ziemlich kompliziert. Schon wieder bringt die Quantenmechanik die Köpfe der Wissenschaftler zum Platzen. Dieses Mal mit einem weiteren Mysterium, einem einzigartigen und ungewöhnlichen Verhalten, das wir immer noch zu verstehen versuchen.
Da es sich um ein relativ neues Forschungsgebiet handelt, sind wir uns noch nicht genau sicher, wie sie funktionieren und wie wir sie nutzen können. Übrigens, wie haben wir diese Kerle überhaupt entdeckt? Und wie wurden sie geschaffen? Zeitkristalle wurden erstmals 2012 von dem theoretischen Physiker Frank Wilczek vorhergesagt. Nicht alle Physiker akzeptierten die Theorie zu dieser Zeit. Viele glaubten, es sei unmöglich, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu verletzen. Aber das Universum kümmert sich nicht wirklich darum, was Wissenschaftler denken, und Frank Wilczek gewann einen Nobelpreis für seine Arbeit. Es dauerte jedoch noch einige Jahre, bis Wissenschaftler die ersten Zeitkristalle tatsächlich erschaffen und beobachten konnten. Dies geschah 2016, als Wissenschaftler der Universität von Maryland es schafften, einen solchen Kristall durch die Verwendung von Ionen des Seltenerdmetalls Ytterbium zu erzeugen. Das haben sie gemacht. Zuerst nahmen sie einen normalen Kristall und kühlten die Atome darin wirklich, wirklich stark ab, fast bis zum absoluten Nullpunkt. Wie bereits erwähnt, ist der absolute Nullpunkt die Temperatur. Beide Atome aufhören sich zu bewegen. Bisher wissen wir nicht, wie wir diese Temperatur erreichen können, aber wir können ihr sehr, sehr nahe kommen. Wir können die Atome so stark verlangsamen, dass sie fast stehen bleiben. Sie nahmen also all diese Atome und ließen sie wirklich langsam bewegen. Und dann begannen sie mit Lasern zu schocken. Das ließ die Atome immer wieder zwischen verschiedenen Zuständen wechseln, ohne dabei Energie vom Laser aufzunehmen. Man könnte sagen, dass der Laser ihnen einen Takt gab und sie dazu brachte, von selbst zu tanzen, ohne Hilfestellung von außen. Das Ergebnis war der erste jemals erzeugte Zeitkristall. Das Experiment der Wissenschaftler aus Maryland war ein großer Durchbruch und zeigte, dass Zeitkristalle ein echtes, beobachtbares Phänomen sind. Es sorgte für viel Aufsehen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und war ein riesiger Schritt nach vorne in der seltsamen Welt der Quantenmechanik. Aber leider gab es ein Problem. Eine solche ewige Bewegung existiert wirklich nur für immer in idealen Zeitkristallen. Und da die Zeitkristalle in unseren Experimenten nicht ideal waren, hielten sie nur wenige Minuten an, bevor sie schmolzen und wieder normal funktionierten. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir bisher leider keine Perpetuum-Mobilmaschine erschaffen können. Wenn wir versuchen, so etwas zu tun, werden die Zeitkristalle sofort schmelzen. Aber das hielt die Wissenschaftler nicht auf. Und im Jahr 2021 erzielten wir endlich einen weiteren Durchbruch. Forscher bei Google, in Zusammenarbeit mit Physikern der Universitäten Stanford, Princeton und anderen, nutzten den Quantencomputer von Google, um ein viel größeres und stabileres Zeitkristall zu erschaffen. Sie sehen, Quantencomputer unterscheiden sich von ihrem typischen Laptop. Sie verwenden nicht reguläre Bits und arbeiten nicht mit Silizium. Stattdessen nutzen sie Quantenbits, die gleichzeitig in mehreren Zuständen existieren können. Dies ermöglicht es, den Zeitkristallen in einem wiederkehrenden Muster zu schwingen, selbst wenn alle anderen Bewegungen gestoppt haben. Alle vorherigen Kristalle waren kurzlebig, haben ein paar Flipflops gemacht und sind sofort geschmolzen. Aber jetzt haben Wissenschaftler einen Kristall geschaffen, der größer und besser ist als je zuvor. Was bedeutet das also für uns? Nun, Zeitkristalle könnten der Schlüssel sein, um neue Technologien freizuschalten und ein tieferes Verständnis für die Quantenwelt zu erlangen. Zum Anfang helfen sie uns, die Welt der Quantenmechanik besser zu erforschen. Sie fordern unser Verständnis von Zeit und der Art und Weise heraus, wie Materie sich verhält. In der klassischen Physik sind Dinge entweder statisch oder sie bewegen sich in einem vorhersagbaren, sich wiederholenden Muster. Aber Zeitkristalle kümmert das nicht. Sie schätzen sowohl statischen Zustand als auch Bewegung zur gleichen Zeit. Sie können uns auch dabei helfen, coole neue Technologien zu entwickeln. Sie bringen uns näher an die Erstellung von ausgereiften Quantencomputern. Jahrelang haben Ingenieure darum gekämpft, etwas zu schaffen, was als Speicher in Quantencomputern dienen könnte. Und jetzt könnten sie Zeitkristalle dafür verwenden. Ihre wiederholenden Bewegungsmuster könnten in der Lage sein, Informationen zu speichern. Ist das nicht großartig? Wir werden mit ihnen auch viele andere coole Dinge erschaffen können. Zum Beispiel könnten wir ihr repetitives Verhalten nutzen, um eine neue Art von ultrapräziser Uhr zu erstellen. Zeitkristalle sind noch ein relativ neues Forschungsgebiet.
Momentan versuchen wir hauptsächlich, ihre einzigartigen Eigenschaften und Merkmale zu verstehen. Wissenschaftler führen auch Experimente durch, um ihr Verhalten unter verschiedenen Bedingungen zu studieren, zum Beispiel bei unterschiedlichen Temperaturen und Magnetfeldern. Mit anderen Worten, dieses Forschungsgebiet befindet sich noch in den Anfangsstadien. Aber Zeitkristalle sind eine wirklich verblüffende Entdeckung, die zeigt, wie seltsam und wunderbar das Universum sein kann. Sie ziehen bereits ein großes Interesse und Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt auf sich. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie viele aufregende und bahnbrechende Entdeckungen in der Zukunft aus diesem Bereich kommen werden.